Eine starke Marine eines Staates bestimmt den politischen Status des Landes. Mehrere Jahrhunderte lang galt Großbritannien als die stärkste Seemacht. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs übernahmen jedoch die Vereinigten Staaten von Amerika die Vorherrschaft. Eine wesentliche Stärke der Marine des Landes und ein nationaler Schatz und Stolz sind die atomgetriebenen Flugzeugträger. Die Vereinigten Staaten sind das einzige Land der Welt mit 11 einsatzbereiten Flugzeugträgern. In diesem Video sprechen wir über den aktuellen Stand der amerikanischen Flugzeugträgerflotte mit Nuklearantrieb und denken über ihren Platz in der heutigen Hyperschallwelt nach. Wir sind Military News und legen los. Die Idee, eine schwimmende Landebahn zu bauen, stammt von den Amerikanern. Und das ist nicht überraschend. Große Schlachten finden fast immer weit von den Küsten Nordamerikas statt und die USA haben schon immer versucht, militärische Konflikte zu kontrollieren. 1910 hob zum ersten Mal ein Flugzeug von einem Schiff ab. Es war ein leichter amerikanischer Kreuzer Birmingham, auf dem eine Holzplattform von 25x7 Metern errichtet wurde. Nach 5 Minuten landete das Flugzeug, das mit speziellen Schwimmern ausgestattet war, erfolgreich auf dem Wasser. Im Jahr darauf gelang es einem amerikanischen Offizier, die sichere Landung eines Flugzeugs auf dem künstlich geschaffenen, vergrößerten Deck des Kreuzers. Bei weiteren Forschungen wurde 1915 ein Katapult entwickelt, das für den Start des Flugzeugs vom Schiff notwendig war. Seitdem waren die USA mehr als ein Jahrhundert lang unangefochten führend auf diesem Gebiet der Bewaffnung. In diesem Jahrhundert hat ihre Marine 18 Flugzeugträgertypen in Dienst gestellt, angefangen mit der CV-1 Langley, die aus einem Kohlentransportschiff umgebaut wurde, bis hin zum riesigen Atomflugzeugträger CVN-78 Gerald Ford, der die neuesten Errungenschaften auf diesem Gebiet verkörpert. Wegen ihrer technischen Leistung und Feuerkraft wird die Gerald Ford auch als Superflugzeugträger bezeichnet. Sie ist das erste Schiff der Welt, das mit einer einzigen Reserve an nuklearem Brennstoff für die gesamte Betriebszeit, also ein halbes Jahrhundert, auskommen wird. Er muss nicht nachgeladen werden. Es hat Platz für 90 Flugzeuge, Hubschrauber und UAVs, darunter auch F-35C Kampfflugzeuge der 5. Generation. Für den Start werden 3 der neuesten elektromagnetischen Katapulte von E-MALS verwendet, die eine sanftere Beschleunigung der Flugzeuge und ein Viertel mehr Leistung als Dampfkatapulte bieten. Die riesige Maschine ist 337 Meter lang, 78 Meter breit und 76 Meter hoch. 6 Meter höher als die Kathedrale St. John in New York. Und wiegt fast 100.000 Tonnen und kann auf 30 Knoten oder 54,7 Stundenkilometer beschleunigen. Darauf kannst du wetten, denn die Gerald Ford hat 2 einzigartige Atomreaktoren Bechtel A1B mit je 700 Megawatt oder 952.000 Pferdestärken. Das sind insgesamt fast 2 Millionen Pferdestärken. Eine solch enorme Leistung kostet 13 Milliarden Dollar. Aber Flugzeugträger alleine gehen nicht, da sie eine eher schwache Verteidigungsbewaffnung haben und nicht für eigenständiges Handeln geeignet sind. Deshalb gehen sie als Teil einer Trägerkampfgruppe in den Kampfeinsatz. Sie besteht aus einem Flugzeugträger, 1 bis 4 Lenkwaffenkreuzern, abgekürzt URO, 2 oder 3 Zerstörern oder Fregatten-URO und 1 oder 2 nuklear angetriebenen Mehrzweck-U-Booten als Versorgungsschiffe. Die Flugzeugträgerkampfgruppe besteht also aus 6 bis 10 Kriegsschiffen. Bei Bedarf kann die Anzahl der Deckungsschiffe auch höher sein. Ausgehend von nuklear angetriebenen Flugzeugträgern werden auch schnelle nuklear angetriebene Flugzeugträgerkampfgruppen gebildet, die aus 1 Flugzeugträger, 2 nuklear angetriebenen Kreuzern und 1 nuklear angetriebenen Mehrzweck-U-Boot bestehen. Die Gesamtzahl der Besatzung einer Flugzeugträgerkampfgruppe beträgt 9.000 Personen, davon 6.000 auf dem Flugzeugträger. Eine solche Gruppe kann bis zu 14 Tage lang ohne Nachschub kämpfen, Schiffe auf See bis zu einer Tiefe von 925 Kilometern und Objekte an Land etwa 1609 Kilometern angreifen. Die Fähigkeit einer Flugzeugträgerangriffsgruppe, sich innerhalb eines Tages in einer Entfernung von 1126 Kilometern zu bewegen, sorgt für eine relative Geheimhaltung und damit die Plötzlichkeit des Handelns, die es dir ermöglicht, schnell in das gewünschte Gebiet zu gelangen. Es scheint, dass eine solche Schlagkraft die vollständige Dominanz der USA in jeder Ecke der Weltmeere sicherstellen sollte. Und dafür kann kein Geld gespart werden. Nach Berechnungen von Analysten kostet der Unterhalt einer Carrier Strike Group, zu denen ein Flugzeugträger, 5 Kreuzer und Zerstörer, ein nukleares Mehrzweck-U-Boot, etwa 80 Flugzeuge und mindestens 6.700 Menschen gehören, das Pentagon eine sehr hohe Summe, etwa 6,5 Millionen Dollar pro Tag. In den Vereinigten Staaten gibt es 10 solcher Gruppen. Das sind insgesamt mindestens 65 Millionen Dollar pro Tag. Die durchschnittlichen Kosten für den Bau eines neuen Krankenhauses in den USA lagen 2019 bei 478 Dollar pro Quadratfuß. Ein Krankenhaus mit einer Fläche von 1,2 Millionen Quadratfuß würde also etwa 574 Millionen Dollar kosten. Oder nur 9 Tage Betrieb für 10 Flugzeugträgerkampfgruppen.
Wir haben die Zahl von 1,2 Millionen Quadratmetern nicht zufällig gewählt. Das ist die Fläche eines der führenden medizinischen Zentren in Amerika, das NYU Langone Hospital. Zu seinen 6 stationären Einrichtungen gehören das Tisch Hospital, der Kimmel Pavillon, das NYU Langone Orthopedical Hospital, das Hassenfels Children Hospital, das NYU Langone Hospital Brooklyn und das NYU Langone Hospital Long Island. Aber man kann sagen, dass diese Ausgaben im Interesse der Sicherheit und Glaubwürdigkeit des Landes durchaus gerechtfertigt sind. Dem kann man wohl zustimmen. Aber erfüllen diese Flugzeugträger-Kampfgruppen wirklich alle Funktionen, die ihnen im Falle eines militärischen Konfliktes zugewiesen werden? Und werden sie das schaffen? Im Jahr 2005 hielt das US-Militär eine besondere Übung ab, um die Widerstandsfähigkeit des Flugzeugträgers USS America CV-66 zu testen, der 1964 vom Stapel lief. Das Schiff wurde wiederholt bombardiert, torpediert und mit Marschflugkörpern angegriffen, aber alle Versuche blieben erfolglos. Schließlich sank der Riese nach 4 Wochen an den erlittenen Schäden. Die gewonnenen Daten über die Überlebensfähigkeit des Schiffes wurden bei der Entwicklung einer neuen Generation von Flugzeugträgern eingesetzt. Talbot Manvale, einer der führenden Konstrukteure dieses Flugzeugträgers, erklärte daraufhin, die sofortige Zerstörung eines Flugzeugträgers ist nur durch einen Atomschlag möglich. Aber ein Atomschlag bedeutet einen dritten Weltkrieg, in dem es keinen Gewinner geben wird. Das ist jedem klar. Auch Biden, Putin und Xi Jinping. Deshalb ist ein Konflikt durchaus möglich, bei dem die Parteien auch in den heißesten Phasen nicht den roten Knopf drücken werden. Kann ein Flugzeugträger also mit konventionellen Waffen versenkt werden? Das ist alles relativ. Im Jahr 1941, etwa 9 Tage vor der Tragödie von Pearl Harbor, gab es in den amerikanischen Medien eine Reihe von Artikeln über das Schlachtschiff Arizona, in denen seine Macht in der Luft angepriesen wurde. Es ist klar, dass bis zu diesem Zeitpunkt noch niemand ein Schlachtschiff aus der Luft versenkt hatte. Trotzdem wurde die Arizona beim Angriff 4 japanischer Flugzeuge von 4 Bomben getroffen und sank. Und bis heute liegt sie als Mahnmal unter Wasser. Natürlich kann die Arizona nicht mit dem Superflugzeugträger Gerald Ford verglichen werden. Wenn wir über die Fähigkeiten der Waffen gegen Luftangriffsmittel, U-Boote und Überwasserschiffe sprechen, schaffen die Kräfte der Luftkampfgruppe eine tiefe gestaffelte Verteidigungstiefe von 354 bis 643 Kilometern. Um die Kampffähigkeiten der Luftverteidigungsmittel möglichst vollständig zu nutzen, ist vorgesehen, dass sie in Zonen angeordnet werden, vor allem in Bezug auf die raketengefährdete Richtung. Zu diesem Zweck werden 3 Luftverteidigungszonen gebildet: Langstrecken-, Mittelstrecken- und Kurzstreckenraketen. Die Kräfte und Mittel der Langstreckenzone müssen die rechtzeitige Erkennung von Luftangriffsmitteln, die Zerstörung von Flugzeugen, die Antischiffsraketen tragen, bevor sie gestartet werden, und die Verhinderung von feindlichen Luftangriffen durch die Zerstörung von Aufklärungs-, elektronischen Kriegsführungs- und Lenkflugzeugen gewährleisten. In der Langstreckenzone werden Langstrecken-Radarerkennungsflugzeuge, Radarüberwachungsschiffe, Kampfflugzeuge zur Luftüberwachung und Bodenluftraketensysteme mittlerer Reichweite von Raketenabwehrschiffen eingesetzt. Die mittlere Luftverteidigungszone muss die Zerstörung von Marschflugkörpern und Flugzeugen sicherstellen, die die Hauptkräfte des Verbunds angreifen. Sie umfasst Kurzstreckenschiffe und Hubschrauber, elektronische Kampfflugzeuge des Typs Prowler, Schiffe der Raketenabwehrbatterie, die Flugabwehrraketen einsetzen, sowie elektronische Kampfflugzeuge der Schiffe, der Hauptstreckkräfte und der Raketenabwehrbatterie. In der nahen Flugverteidigungszone werden Flugabwehr, Feuerkraft und Mittel der elektronischen Kriegsführung im Interesse der Deckung einzelner Schiffe eingesetzt. Der Flugzeugträger wird direkt von mindestens einem USS-Kreuzer gedeckt. Um die Wirksamkeit von Luftangriffen zu verringern, operieren die Hauptkräfte des Verbunds in verstreuten Aufträgen, 2 oder 3 taktischen Gruppen, und es werden falsche Aufträge gebildet, die in Bezug auf die Demaskierungsmerkmale gleich sind. Im Dienstmodus wird die Luftabdeckung der Trägergruppe von einer Gruppe bestehend aus 2 FA-18 Hornet und einem Hawkeye Langstreckenradarerkennungsflugzeug übernommen, die sich in einer Entfernung von 96 Kilometern vom Zentrum des Befehls befinden. Wenn ein Feind entdeckt wird, hebt ein weiteres Jägerpaar sofort ab und bewegt sich zusammen mit dem ersten auf den Feind zu, der 289 bis 320 Kilometer vom Flugzeugträger entfernt ist. Die Gruppe feuert senkrecht zur Richtung der Bedrohung. Hawkeye bestimmt durch funkelektronische Abstrahlung die genaue Peilung des Ziels und beginnt, sich dem Feind zu nähern. Auf dieses Signal hin werden weitere Kampfflugzeuge vom Flugzeugträger aus gestartet, um die Luftbedrohung abzufangen. Die Luftverteidigungskräfte werden durch das Aegis-Kampfinformations- und Kontrollsystem gesteuert. Dieses System sorgt für eine kollektive Verteidigung der Schiffe und ermöglicht es ihnen, fast alle modernen Luftangriffsmittel einschließlich ballistischer Raketen abzufangen. Das Aegis-System erkennt und begleitet 250 bis 300 Ziele gleichzeitig und lenkt bis zu 18 Flugabwehrraketen auf die gefährlichsten von ihnen. Deckgeschützte Kampfflugzeuge und Langstreckenradarerkennungsflugzeuge können auch zur Abwehr eines Angriffs eingesetzt werden.
Die Entscheidung, Ziele zu bekämpfen, kann automatisch getroffen werden. Als Abwehrmittel werden Standard 2 SM-2 und modernere Standard 3 SM-3 Flugabwehrraketen eingesetzt. Der Flugzeugträger ist auch von Angriffen von See aus geschützt. Das wichtigste Mittel zur U-Boot-Abwehr der Flugzeugträger-Streichergruppe sind S-3A Viking-U-Boote Abwehrflugzeuge. Sie patrouillieren in einer Entfernung von bis zu 185 Kilometer vom Flugzeugträger und machen Pendelflüge von der Mitte der Gruppe und zurück in die Richtung, in der der Feind wahrscheinlich auftaucht. Die Abstände zwischen den Anflügen der einzelnen Flugzeuge zum Zentrum der Gruppe sollten 1 bis 2 Stunden betragen. Jedes Flugzeug sucht in seinem eigenen Sektor. Die S-3A-Flugzeuge sind mit Wasserbomben, Torpedos, Minen und bis zu 2 Antischiffsraketen Harpoon bewaffnet. Das Hauptmittel zum Aufspüren von U-Booten sind radiohydroakustische Bojen, die das Flugzeug in einer Menge von 6 bis 8 Stück pro Stunde abwirft. Das Jazzable-System verwendet passive ANSSQ-41B Richtfunkbojen. Dieses System kann U-Boote in einer Entfernung von bis zu 19,3 Kilometern aufspüren. Das System setzt explosive Schallquellen ein. Wenn ein U-Boot in den Bereich des Explosionsschalls eindringt, wird das von ihm reflektierende Signal an die Boje und von dort an den Operator in einem Flugzeug weitergeleitet. Das Julie-System ermöglicht das Aufspüren von geräuscharmen U-Booten in einer Entfernung von bis zu 8 Kilometern. Weitere Systeme funktionieren unter Bedingungen mit starken akustischen Störungen. In Gebieten mit regem Schiffsverkehr, mit starken Meereswellen. Es gibt auch magnetische Detektoren. ANASQ-81 ist eines der wichtigsten nicht-akustischen Mittel zur U-Boot-Erkennung. Sie funktionieren nach dem Prinzip der Registrierung der magnetischen Anomalie, die durch die ferromagnetische Masse des U-Boots entsteht. Die Reichweite eines Magnetdetektors bei der U-Boot-Aufspürung beträgt 0,6 bis 0,9 Metern. Die Infrarotstation AN-AAS-36 kann ein U-Boot anhand der Wärmestrahlung seines Rumpfes und seiner Kielspur aufspüren. Die Reichweite der Erkennung eines U-Boots durch seine Kielspur beträgt bis zu 20 Kilometern. Die Radarstation ANAPS-115B kann U-Boote unter dem Periskop oder mit der Empfangsantenne in einer Reichweite von bis zu 16 Kilometern aufspüren. Die ANALQ-78 Funkaufklärungsstation kann ein U-Boot aufspüren, das in einer Entfernung von bis zu 595 Kilometern Funksprüche abgibt. Auch im Seeverteidigungssieb werden U-Boote eingesetzt. Sie rücken auf einem Kurs von 72 bis 160 Kilometern von der Mitte der Marschordnung aus vor und können feindliche U-Boote in bis zu 96 Kilometern Entfernung aufspüren. Sub-Rock-Torpedoraketen und Zielsuchtorpedos werden eingesetzt, um feindliche U-Boote zu bekämpfen. Zu den Nahschutzkräften gehören Hubschrauber und Überwasserschiffe. Ihre Hauptaufgabe ist es, Torpedoangriffe von feindlichen U-Booten zu verhindern. Der Erfassungsbereich des Nahschutzes der U-Boote beträgt bis zu 72 Kilometer vom Zentrum des Befehls. Wie du siehst, ist es sehr, sehr schwierig, an den Flugzeugträger heranzukommen. Aber er wird nicht von den leichten japanischen Kolbenflugzeugen Nakajami KI 43 Hayabusa und Nakajima KI 27 angegriffen werden, sondern von viel gewaltigeren Waffen. Was kann man dieser amerikanischen Macht entgegensetzen? Es ist kein Geheimnis, dass China und Russland die Hauptrivalen der Vereinigten Staaten sind. Welche Waffen haben Sie gegen Flugzeugträger? Fangen wir mit China an. Dieses Land verfügt über ein umfangreiches Waffenarsenal, um US-Flugzeugträger zu zerstören. Zum Beispiel Abschussgeräte mit ballistischen Antischiffsraketen Dongfeng 21D. Die Dongfeng 21D ist die erste und einzige ballistische Antischiffsrakete der Welt und das erste Waffensystem, das in der Lage ist, sich bewegende Flugzeugträgergruppen mit Hilfe von landgestützten mobilen Abschussvorrichtungen auf großer Entfernung zu bekämpfen. Sie hat eine Reichweite von 1770 Kilometern. Die manövrierfähigen Sprengköpfe der DF-21D können mit verschiedenen Arten von Lenksystemen ausgestattet werden. Solche Raketen könnten in den Jahren 2005-2006 getestet worden sein. Für die Zielführung von ballistischen Antischiffsraketen hat China eine Reihe von Satelliten gestartet. Yaogan 7, ein optoelektronischer Satellit. Yaogan 8, ein Radarsatellit mit Amperatursynthese. Und Yaogan 9, eine Serie von 3 maritimen elektronischen Überwachungssatelliten. Der Kapitän der US-Marine Henry J. Hendrickson schätzt, dass China 1227 ballistische Schiffsabwehrraketen vom Typ Dongfeng 21 für den Preis eines US-Flugzeugträgers herstellen könnte. Wie viele solche Raketen wären nötig, um einen Flugzeugträger tödlich zu treffen? Eine massive Salve solcher Raketen, die mit einer Geschwindigkeit von Mach 2 bis Mach 5 fliegen, kann in ausreichender Zahl die Luftverteidigung eines jeden Flugzeugträgers einfach durchbrechen. Natürlich kann eine einzige Rakete ein Schiff dieser Größe mit einer solchen Überlebenswahrscheinlichkeit nicht versenken. Aber wer hat gesagt, dass es nur eine Rakete sein wird? Und nun zur Entfernung. Die Hauptwaffe eines Flugzeugträgers sind die Flugzeuge.
Die Reichweite der aktuellen FA-18E Super Hornet liegt zwischen 390 und 450 nautischen Meilen. Der F-35 Strike Fighter wird einen Kampfradius von 730 Seemeilen haben. Und das ohne die zusätzlichen Außenbordtanks, die die anderen Fähigkeiten der Flugzeuge erheblich einschränken. Die US Defense Intelligence Agency schätzt die Reichweite der DF-21D Antischiffsrakete auf 1770 Kilometer, wobei einige vermuten, dass die Reichweite noch größer sein wird. Wenn man bedenkt, dass diese Zahlen bedeuten, dass Flugzeugträgerangriffsgruppen weit außerhalb ihrer Reichweite positioniert werden müssen, stellt dies den effektiven Einsatz des Flugzeugträgers selbst und seine Waffen sofort in Frage. Robert Rubel, ehemaliger Dekan des Naval War College, stellte fest, eine erfolgreiche Flugzeugträgerverteidigung nützt nichts, wenn der Flugzeugträger seinerseits nicht in der Lage ist, die gegnerische Seestreitkräfte erfolgreich anzugreifen. Der Militäranalyst Robert Hardick stimmte zu. Noch bedrohlicher sind Geschwader von Seejägern, die Dutzende von Langstrecken- und Hochgeschwindigkeitsmarschflugkörpern in einer Menge abfeuern können, die selbst die ausgeklügelsten Seeverteidigungsanlagen zu zerschlagen drohen. Oder als Beispiel schien das Einsatz seiner Raketenboote. Es gibt etwa 100 von ihnen, die meisten gehören zur Hubei-Klasse. Jedes von ihnen trägt 8 Marschflugkörper mit einer Reichweite von 257 Kilometern. Das sind insgesamt 600 bis 700 Raketen, die auf einmal abgeschossen werden können. Was kann Russland nun den Vereinigten Staaten entgegensetzen? Wenn von Russland die Rede ist, denkt man zuerst an den Antischiffs-Marschflugkörper Granite und die Hyperschall-Antischiffsrakete Zircon. Der Granite-Antischiffsflugkörper oder nach NATO-Kodifizierung SSN-19 Shipwreck ist ein sowjetischer Überschall-Langstrecken-Antischiffsmarschflugkörper ASM, der für die Bekämpfung mächtiger Schiffsgruppen einschließlich Flugzeugträger entwickelt wurde. Er wurde vor 40 Jahren im Juli 1983 in Dienst gestellt. Die Geschwindigkeit in der Höhe beträgt Mach 2,5, in Bodennähe Mach 1,5. Die Reichweite beträgt 643 Kilometer. Das Gewicht des Gefechtskopfes beträgt 725 Kilogramm. Träger sind 6 nukleare U-Boot-Kreuzer vom Typ Project 949A Entei, jeweils 24 Granites. Schwere nukleare angetriebene Atomkreuzer des Projekts 1144 Eagle oder Kiro, Admiral Lazare, Admiral Nachimov und Peter der Große, je 20 Granites. Schwerere Flugzeugträgerkreuzer, Admiral der Flotte der Sowjetunion Kunesov des Projekts 1043.5, hat 12 Granites. Wie du siehst, erlaubt es die Reichweite dieser Rakete nicht, dass sich ihre Träger außerhalb der Reichweite der Flugzeugträger befinden. Andererseits sind die Systeme der Flugzeugträgergruppe, wie wir bereits gesagt haben, in der Lage, ein U-Boot in einer Entfernung von höchstens 200 Kilometern zu entdecken. Daher haben russische U-Boote unter Umständen genug Zeit, ihre gesamte Munition auf den Flugzeugträger abzufeuern. Und das sind 24 Granite-Raketen. Viel gefährlicher sind jedoch die Hyperschallraketen Zircon, die vor kurzem in Dienst gestellt wurden. Reichweite bis zu 1000 Kilometer, Gewicht des Gefechtskopfes 294 bis 400 Kilogramm, Geschwindigkeit Mach 9. Die russische Regierung plant, die sowjetische Rakete Granite durch diese Rakete zu ersetzen. Das russische Militär hat Schläge von Granites gegen einen amerikanischen Flugzeugträger simuliert. Berechnungen zeigen, dass 1 bis 2 Treffer den Flugzeugträger innerhalb weniger Stunden wieder voll einsatzfähig machen. Katapulte und Luftzielgeräte funktionieren, wenn auch nicht alle. 3 bis 5 Treffer von Granites. Der Flugzeugträger wird nur teilweise wieder kampffähig sein und erfordert schwerwiegende Reparaturen an der Basis. Mehr als die Hälfte des Luftflügels ist weg. 6 bis 8 Treffer von Granite-Raketen. Der Flugzeugträger verliert vollständig die Fähigkeit, seine Kampffähigkeit wiederherzustellen. Maximal können nur noch Hubschrauber eingesetzt werden. Das Schiff muss sehr lange überholt werden, was viele Monate oder sogar Jahre dauern kann. Möglicherweise kann das Schiff bis zum Ende des Konflikts nicht mehr zurückkehren. Das heißt, es ist im aktuellen Konflikt nicht mehr von Wert. 9 bis 19 Treffer durch Granites. Der Flugzeugträger ist so schwer beschädigt, dass Zweifel an der Durchführbarkeit einer Reparatur und eines Wiederaufbaus bestehen. 20 bis 24 Treffer von Granites, das heißt eine volle Salve von Projekt 949A U-Booten, des Antei-Typs oder schweren Kreuzern des Orlan-Typs, der Träger verwandelt sich in einen verkohlten Hulk. Und was ist mit Torpedos? Es ist bekannt, dass Russland einen einzigartigen Torpedo Skval besitzt, der eine Geschwindigkeit von 321 km pro Stunde erreichen kann. Aber seine Reichweite beträgt nur 12,9 Kilometer. Theoretisch kann ein U-Boot jedoch bis auf diese Entfernung herankommen. Der Torpedoschutz ist 6 Meter dick und sollte den Beschuss durch einen Standardtorpedo von 53 cm mit einem 300 kg schweren Sprengkopf standhalten. Der Schutz ist nach dem sogenannten amerikanischen Dreikammerschema aufgebaut. Eine Expansionskammer an der Außenhaut, gefolgt von einer Absorptionskammer, das sind Tanks mit Flugbenzin, und schließlich eine Expansionskammer vor dem wasserdichten Hauptschott. Der Schutz gegen Bodenexplosionen wird durch einen doppelten Boden im gesamten Schiff und einen verstärkten Kiel gewährleistet.
Der Rumpf ist durch 23 Quer- und Lenkschotten in einer Reihe von wasserdichten Abteilungen unterteilt, die die Unsinkbarkeit des Schiffes im Falle eines erheblichen Gefechtsschadens gewährleisten. Um einen solchen Giganten zu versenken, wären mindestens 10 Torpedos mit einem Kaliber von 53 cm nötig. Wie wir sehen, können sowohl China als auch Russland theoretisch amerikanische Flugzeugträger zerstören. Warum also investieren die USA riesige Summen in deren Bau und Betrieb? Dafür gibt es mehrere Gründe. Erstens sind Flugzeugträger nach wie vor eine effektive Machtdemonstration. Ja, sie können zerstört werden. Aber dafür müssen auch hochentwickelte Waffensysteme gebaut und gewartet werden. Die Chinesen haben zum Beispiel eine ziemlich gute Chance. Sie können etwa 600 Raketen auf eine Flugzeugträgerkampfgruppe abfeuern, was 75% der gesamten chinesischen Raketenbewaffnung entspricht. Das würde das chinesische Militär jedoch vor ein Dilemma stellen. Den größten Teil des Raketenarsenals loswerden, um den Flugzeugträger für ein paar Wochen außer Gefecht zu setzen, da eine vollständige Versenkung nicht garantiert ist. Und was ist dann zu tun? Es wird keine Raketen mehr für andere Schlachten geben. So bleiben Flugzeugträger eine tödliche Waffengattung, die erheblich feindliche Kräfte auf sich zieht. Außerdem sind wir der Meinung, dass die USA es nicht nötig haben, 10 Flugzeugträgergruppen zu unterhalten, die eine riesige Menge an finanziellen und produktiven Kräften verschlingen. Viele Experten in den USA sind der Meinung, dass der schwächste Punkt der US-Marine darin besteht, dass die Flotte das Geld nicht für die Anschaffung neuer Waffen, sondern für die Wartung der alten ausgibt. Und das ist ein Weg in die Sackgasse. Es ist kein Zufall, dass in den USA immer häufiger Stimmen laut werden, die Zahl der Flugzeugträger zu reduzieren. Die am häufigsten genannte Zahl ist 4. So viele Flugzeugträgergruppen sollten eingemottet werden. Lasst uns kurz zusammenfassen. Trotz des Aufkommens von Hyperschallwaffen sind Flugzeugträger nach wie vor eine beeindruckende Macht, die ihre Gegner dazu zwingt, beträchtliche Ressourcen für Gegenmaßnahmen aufzuwenden. Aber jetzt ist es nicht mehr möglich und unzweckmäßig, dass die USA 11 Flugzeugträger haben. Ihre Zahl sollte reduziert werden, um Mittel für die Entwicklung fortschrittlicher Waffen freizusetzen, wie zum Beispiel Hyperschallraketen, bei denen die USA immer noch hinter Russland und China zurückliegen. Was denkst du über die Zukunft der Flugzeugträger? Schreib es mir in die Kommentare. Bis dahin hoffe ich, das Video hat euch gefallen und ihr konntet etwas mitnehmen. Wenn dem so ist, gebt mir doch ein Like, teilt das Video mit euren Freunden und abonniert unseren Kanal. Dann sehen wir uns mit weiteren interessanten Videos über moderne Waffen beim nächsten Mal. Macht's gut, Freunde!